Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir haben uns heute direkt nach dem Barschangeln zum Zanderangeln hier am Kanal verabredet. Und was direkt nach dem Barschangeln passierte, seht ihr in diesem Video. Jetzt haben wir den ersten Zander am Nachmittag auf den neuen Z-Chat. Kein Riese, aber kann er halt noch besser werden. Oh. Wie ihr gerade schon sehen konntet, konnten wir heute Morgen schon einen kleinen Zander fangen. Dies war allerdings leider ein Einzelgänger. Häufig muss man einfach durchhalten am Kanal. Irgendwann kommt dann meist die Beißphase und es geht dann auch Schlag auf Schlag, sodass man bei fast jedem Wurf auch einen Fisch fangen kann. Dieses Beißfenster hat sich gerade für uns geöffnet und wir konnten bereits ein paar Fische fangen. Den ersten davon seht ihr jetzt. Hier auf dem Z-Chat, auf dem V-Grün, den nächsten Zander. Auch wieder kein Riese, aber immerhin fangen sie langsam an zu beißen. Die zwei Würfe davor kamen auch schon bis. Und auch der ihn wieder voll genommen. Das hier in meiner rechten Hand war der Erfolgsköder. Ein Z-Chat in 12,5 cm. Mal schauen, wie es weitergeht. Wie man die Fische hier fängt, will ich euch jetzt einmal zeigen. Dazu werfe ich erstmal den Köder, soweit es geht, in die Kanalmitte. Lass den Köder am geöffneten Bügel runtersinken, um möglichst viel Strecke mit dem Köder zurückzulegen unter Wasser. Wenn der Köder dann am Grund angekommen ist, fange ich an, ihn langsam mit der Faulenzer-Methode an mich heranzukurbeln. Jetzt mache ich 2 bis 3 Kurbelumdrehungen, bis ich dann anfange, die Steinpackung vor mir zu merken. Fisch. Wieder auch schön genommen. Während der Erklärung ist der nächste Zander eingestiegen. Unglaublich, was hier heute abgeht. Wenn ich anfange, die Steinpackung vor mir zu merken, dann, so wie jetzt, hole ich den Gummi so schnell es geht wieder nach oben, damit dieser sich nicht in den Stein verkantet. Am liebsten zum Zanderangeln nutze ich schlanke Gummifische wie den Z-Chat in 9 oder 12,5 cm. Wenn es nachher noch ein bisschen dunkler wird, können aber auch Wobbler sehr gut funktionieren, was wir nachher wahrscheinlich auch noch mal ausprobieren werden. Wir machen jetzt noch die letzten paar Würfe mit dem Gummifisch, bevor wir dann
gleich auf Wobbler umschwenken werden. Aber einen richtig schönen Fisch habe ich euch noch vorenthalten und den seht ihr jetzt. Hier haben wir jetzt, glaube ich, schon ein bisschen besseren. Ja, der kann sich doch schon mal sehen lassen. Ihr seht jetzt im Hintergrund schon langsam, dass es dunkel wird. Der UV-grüne Gummifisch spielt jetzt seine vollen Vorzüge aus. Wir bekommen hier alle drei Würfe schöne Bisse. Das ist doch schon mal ein schöner Fisch. Mitte, Ende 50 würde ich jetzt mal sagen. Mal schauen, ob ein noch größerer kommt. Jetzt zeige ich euch nochmal, mit welcher Führungstechnik ihr am besten die Zander am Kanal mit dem Wobbler überlisten könnt. Auch hierzu schmeiße ich den Wobbler, soweit es geht, erstmal Richtung Kanalmitte und fange dann langsam ein, den Wobbler zu mir ranzukurbeln. Beim Tempo könnt ihr da ein bisschen variieren oder auch mal Spinnstopps einlegen. Auch das kann mal zum Erfolg führen. Der sieht doch schön aus. So, der erste Wurf mit dem Wobbler hat auch gleich geknallt auf den Colonel UV Wobbler. Recht kleines Modell eigentlich und gleich ein richtig schöner Fisch beim ersten Wurf. Mal schauen, was der Abend noch so bringt. Ja, wie ihr sehen konntet, ist der Plan wunderbar aufgegangen. Im Hellen mit dem Gummifisch, im Dunkeln dann auch nochmal mit dem Wobbler. Beides hat ausgezeichnet funktioniert. Wenn es euch gefallen hat, abonniert doch den Kanal und schaut auch beim nächsten Mal auch wieder vorbei. Bis dann, schönen Abend noch. Ciao. Vielen Dank, dass ihr euch das Video bis an diese Stelle angeschaut habt. Das war echt ein sehr spezieller Nachmittag, stundenlang, hat kein Zander gebissen. Und dann hat sich ein Beißfenster geöffnet und fast jeder Wurf war ein Treffer, unglaublich. Viele Fische, vor allem kleinere, haben wir euch jetzt gar nicht gezeigt, weil wir einfach nicht jeden Fisch vor die Kamera bringen konnten. Wir wollen jetzt noch eine Rute für euch verlosen, und zwar die Rute, mit der Timo im Film geangelt hat. Das ist die Shirazu Pro Staff Series IM12 Zanderrute. Die Bedingungen schreiben wir alle nochmal in die Beschreibung rein. Grundsätzlich solltet ihr dafür dem Video ein Like geben und unseren Kanal abonnieren. Danach teilt ihr uns am besten noch in einem Kommentar mit, dass ihr an dem Gewinnspiel teilgenommen habt. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne immer auch ein sehr kritisches Feedback zum Video geben. In dem Kommentar könnt ihr auch kurz zusammenfassen, welche der Zanderruten ihr euch wünscht. Die Modelle schreibe ich auch nochmal in die Beschreibung. Es gibt ja verschiedene Wurfgewichtsklassen, einmal die normale Zander und die Zander Senso, aber auch verschiedene Längen, damit wir euch die richtige Rute für eure Gewässer zuschicken können. Wie gesagt, alles Weitere steht nochmal in der Beschreibung drin zum Thema Laufzeit des Gewinnspiels und zu den Auslosungen. Und ebenfalls steht auch der Gewinner aus dem letzten Gewinnspiel drin, den wir auf Facebook ebenfalls nochmal bekannt geben werden. Ja, vielen Dank für die Teilnahme, euch viel Erfolg am Wasser und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut!